Tyler. Gute Arbeit mit den Wüstenliegen. Siehst du, wie glatt alles läuft, wenn du auf mich hörst? Danke. Hör zu, ich hab da was für deine Crew. Ein kleines Geschenk von mir. Und was? Eine Gelegenheit, das Haus zu ärgern. Treffen wir uns. Ich schick dir die Infos. Das ist aber was ganz anderes hier, stell ich gerade fest. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von... Da waren wir doch schon, also so heißt das Spiel nicht. Von, Need for Speed. Danke, dass ihr da eingeschaltet habt. Das war... Hier war das, gell? Also dann musste das... Hier sein. Das ist wieder die Scheiße, wo man so ewig hinfährt. Ach siehst du, ich kann eine Route. Ah, okay. Ich wollte nämlich gerade mal gucken, ob man zu den Wegpunkten auch Routen einstellen kann. Ja, wir werden heute alle Wrackteile von meinen Mustern zusammensammeln. Das heißt, die Folge wird wieder ein bisschen länger. Aber wenn ihr dann selber die Wrackteile sucht, könnt ihr hier ja als... Ich werde das dann immer auf der Map zeigen, wo da genau der Standort ist, aber ich vergesse es nicht. Und dann könnt ihr ja euch die selber zusammensuchen. Müssen wir dann nochmal gucken, was ist, welches Sinn ist, also welches Tuning bei dem Mustang Sinn macht. Neue Angebote. Wir haben hier eine Plakatwand. Da oben. Ja, das machen wir irgendwann, aber nicht jetzt. Schön, dass sie aufgedeckt werden. Ich will jetzt gerne die Teile zusammensammeln. Den haben wir. Genau, hier war der Staudamm. Ah, ich krieg's mit dem Drift nicht hin, ey. Ich krieg's einfach nicht hin!
Das ist ja kein Driften. Kam übrigens noch ein Gigabyte-Patch raus, aber es leckt irgendwie immer noch. Ich weiß nicht, was ich muss ja die Patch-Notes durchlesen, was sich da verändert hat. Als 102 kriegen wir nicht hin mit dem Wagen. Obwohl, doch, darf man hinkriegen. Aber nicht heute. Wie gesagt, wir haben andere Prioritäten. Leck. Also es gibt drei Aufgaben immer. Speed Trap, Speed Run. Hier müsste es ein brauchbares Teil geben. Ich sollte mal nachsehen. Links von mir. Und, da. Und, diese Sprünge. Aber leider kein Fastback auf Mustang. Ja, ist auch okay. Das stammt von einem 65er Mustang. Cool. So, dann gucken wir mal. Okay, bum bum bum. Ich würde sagen, das ist hier, oder? Nee, das ist hier. Wo ist genau? Und zwar hier. Können wir da irgendwo mit Schnellreise hin? Nee, natürlich wieder nicht. Sind ja nur 14 Kilometer. Alter Schwede. Ist da nicht irgendwas, was mit Schnellreise in der Nähe ist? Doch. Natürlich. Nee, Garage. Schnellreise. Müsste dann nur mal immer die Orte einschalten, dann sieht man das auch. Diese Geräuschgröße-Karte von den Säulen sehr geil, dass sie das mit reingenommen haben. Das ist ja richtig das Geräusch, wenn man da vorbeifährt. Nachts erwachen die Straßen zum Leben. Schon. So, da müssen wir rechts hoch.
ist es. Wie kommen wir da drauf? Mal sagen, hier ist irgendwo Sprungschanze, oder? Ja, da ist die Sprungschanze. Das hinkriegen. Können wir da noch ein bisschen Anlauf nehmen? Ah, das wird nichts. Ich muss warten, bis der Wagen gerade steht. Der wackelt zu sehr. Easy. So, erstes Wagteil. Steht da einfach eine Kiste rum. Okay, und zwar ist das genau... Wo sind wir? Genau da. Also genau da. Hier unten ist dieses Teil hier, der Parkplatz, und da ist genau das Teil. So, das haben wir gefunden. Machen wir das nächste. Hauptstraße. Oh, das wird schwierig. Obwohl, das könnte da oben der Flughafen sein. Das könnte der da oben der... Oben, das könnte der Flughafen sein. Das ist der Flughafen. Und dann müsste das... hier sein. Genau, das müsste hier sein. Na, schauen wir mal. Ob wir recht haben. Hallo. Wäre dann Teil Nummer 3. Ja, gut, also wenn wir Chassis abziehen, Teil Nummer 2. Was sagt denn da? Ach, verdammt, was sagt denn das Bild? Das wird auf dem Berg da irgendwo sein. Es muss hier sein. Da hinten ist dieses hässliche Ding, was man sieht. Ah, da ist es. Dann müssen wir gucken, wie wir da drüben drauf kommen. Müssen wir nur schauen, wie wir da drauf kommen. Gut mal da durch.
Nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit. Oh, das war knapp. So, das nächste Teil. Ich muss auf unserem Dach. So, und genau da ist es. Also, wir haben den Punkt nochmal weg. Die Punkte entfernen. Also, hier haben unten haben wir das. Also, wenn man genau am Flughafen hier die Straße runter. Da ist es. Gut, das nächste Teil. Eine Autobahn, die sich, oder eine Straße, die sich teilt, danach kommt eine S-Kurve. Hier. Müsste dann da sein. Das heißt, ist denn die... Nee, falsch. Und kurz darauf teilt sich wieder. Ich bin mir nicht sicher, das ist es nicht. Oder doch. Da oben ist dieser kleine Huckel. Da ist dieser kleine Huckel. Dann teilt die sich wieder hier. Das ist nicht mit eingezeichnet. Spring, Junge, spring! Nein, natürlich nicht. Selbstmord ist keine Lösung. Denn hier raus? Hilfe, ich komme nicht mehr aus dem Tunic Shop raus. So, ich schätze mal, das wird auf dem Berg da sein. Nee. Ist nicht. Dum-dum-dum. Freunde nehmen wir mit. Na. Alter. Kann ich eigentlich hier das Auto wechseln? Nee. Ich hab vielleicht für die Geschichte einfach das falsche Auto dabei. Das muss da unter mir sein. Genau, nächstes Wackteil.
Okay, drück halt die Taste. Es ist genau, den machen wir mal weg hier. Es ist genau da. Wenn man hier die Orte reinnimmt, sieht man hier ist ein Speedtrap. Da ist die Solaranlage. Und genau da ist es. So, dann das letzte Teil. Okay, die Straße ist sehr bauchig. Die Hauptstraße geht so und macht so einen Rechtsklick, also ein Rechts. Okay, das könnte ein bisschen schwieriger werden. Das ist hier. Genau, das ist da. Da ist nämlich dieser kleine Part. So, und dann hat man da diesen Franzel. Müsste das hier sein? Geht so hoch, dann geht es wieder runter. Es geht so hoch. Ja, das müsste hier in der. Hier müsste es irgendwo sein. Ach, Garage nicht im Besitz. Das letzte Teil. Schneller als beim letzten Mal. Da haben wir 40 Minuten oder so knapp gebraucht. Weiß leider gerade gar nicht. Ich denke mal, wir haben jetzt noch so 4 Stunden Spielzeit von der 2. Jetzt sind wir gleich in der Region. Komplett außen rum fahren. Ja, müssen wir einmal komplett außen rum fahren. Folgen wir der Straße. Das ist schon wieder zu weit. Oder? Muss irgendwo hier in dem Gebiet sein. Das ist die Straße, die man da sieht. Das muss hier in dem Gebiet sein. Problem ist, ich habe einfach das falsche Auto für das. Dass du über so kleine Steinchen hier nicht drüber kommst zu der Karre.
Okay, wir brauchen mehr Geschwindigkeit, dann funktioniert das auch. Ich habe völlig das falsche Auto dafür. War das jetzt richtig? Nice, letztes Teil. Letztes Teil. Müsste genug sein, um den 65er Mustang aufzubauen. So, begib dich in die Garagstraße. So, Garage aufsuchen. Sind das Schrottteile? Sehen wir sie uns an. Nein. Da ist es. Ford Mustang 1965. Wackwehen. Das Racer-Setup? Es ist schnell und wendig genug, um in Straßenrennen mithalten zu können. Mit einem Drift-Setup, bei einem Drag-Setup geht es. Ein Runner-Setup eignet sich perfekt für die Stadt. Es ist wendig. Das Offroad-Setup bietet dir genügend. Was hatte ich denn bei dem? Racer. Wie machen wir das? Seh dir diesen Klassiker an. Der 65er Mustang, das Grollen seines V8, ist einfach unverkennbar. Ja, das kann man laut sagen. So, gucken wir mal, was wir einbauen können. Lackierung. Okay, Verbindung abgebrochen. Verbindung abgebrochen. Oh, steht nichts, bitte überprüft das irgendwo so spät. Okay. Ich gar nicht. So, Folie bearbeiten. Decals. Ich hätte ja gern so Rennstreifen drauf. Ich hätte gern oben auf dem Dach einmal so quer über das Auto. Ach, da ist es doch. So. Drehen, okay.
Skalieren. Oh, das ist zu groß. Das ist mir zu groß. Dickel hinzufügen. Komm, wir lassen das so. Geben dir mal nur eine. Warum kann man denn keine, da. Was haben wir noch? Fortgeschritten. Okay, Material. Oh, komm, lass mal so. Änderungsspeicher. Gut, meine Lieben. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr wisst jetzt, wo das Auto ist, was man dafür machen muss. Und wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao.